schlecht. Na dann mal hoch. Noch mehr? Wie Aloy sagte, das ist erst der Anfang. Aloy, der Kern. Mein Fokus zeigt Hologramme darauf. Sieht wie Maschinen aus. Müssen Überbrückungen sein. Wissen darüber, wie man Maschinen zähmt. Und das kannst du lernen? Finden wir's raus. Das ist neu. Bevor ich weitergehe, sollte ich erst die Überbrückungen holen. Könnten nützlich sein. Klingt nach einem Plan. Wenn ich mich wieder in den Kern hacke, ja. Anscheinend hat ihr Festes die Sicherheit der Brutstätten verbessert. Einige Daten sind beschädigt. Da kann ich gerade nichts dran ändern. Und mein Fokus erkennt manche davon nicht. Es müssen Maschinen sein, die ich nicht kenne. Hast du alles? Ja. Das klingt gar nicht gut. War das der Geist? Minerva? Ich glaube nicht. Zumindest nicht direkt. Irgendetwas will uns hier nicht. Was genau war das hier? Hast du sowas schon mal gesehen? Nein. Da. Das ist unser Ausgang. Fehler. Unbefugter Zugriff. Anlage wird abgeriegelt. Draußen bleiben. Was ist hier los? Na, zumindest funktioniert die Notbeleuchtung. Was war das gerade? Minerva ist definitiv hier. Und ich glaube, sie will uns aufhalten. Ich gehe vor. Vielleicht finde ich einen Eingang. Sollen wir sicher nicht mit ihr mitkommen? Minerva kann gefährlich sein. Ich schaue, dass es sicher ist. Okay. Wenn du uns brauchst, wir sind hier. Okay, ich muss Minervas Versteck finden.
Ich muss einen Weg finden, auf die Systeme der Anlage zuzugreifen. Verschlossen. Tut mir leid. So leicht wirst du mich nicht los, Minerva. Wohin sie führt. Über mir weht ein Luftzug. Vielleicht ein Ausgang aus diesem Schacht. Wofür sind die ganzen Kabel in der Mitte? Minerva sperrt mich aus. Sollte wohl hochgehen. Scheint ein weiterer Teil der Anlage zu sein. Die Tür ist zu. Durch die Tür komme ich jetzt wohl nicht durch. Ich sollte umkehren. Vielleicht ist hier noch was. Und ich bin draußen. Ich muss einen Weg zurück in die Anlage finden. Vielleicht kann ich oben am Berg nach einem Eingang suchen. Wenn ich Minerva zur Zusammenarbeit bewege, kann ich sie mit Gaia verschmelzen, sie endlich zurückbringen. Dann käme alles in Ordnung. Die Plage, die Stürme. Vielleicht hilft sie mir herauszufinden, wer die Fremden im Testlabor waren. Warum hatten sie einen Klon von Elizabeth? Und warum wollten sie ein Backup? Ich sollte zu der Kante gleiten können.
der Steine sehen locker aus. Ich glaube, die kriege ich weg. Aha, noch ein Schacht. Okay, jetzt muss ich da irgendwie reinkommen. Sieht wie eine Kuppel aus. Wofür das wohl ist? Minerva, gib mir die Konsole. Bitte. Zutritt verweigert. Das war früher mal anders. Erinnerst du dich nicht? An irgendwas? Du warst mal Teil von etwas Größerem. Gaia. Genau. Sie kann wieder leben. Aber du musst ihr die Chance geben. Ohne dich geht kein Neustart. Bin ich dann? Weg? Du wirst wohl in ihr verschwinden. Ein Teil von ihr werden. Wie du es warst. Das Elend. Und dann? Ja. Danke. Danke, Minerva. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Minerva wieder her. Matrix initiieren. Okay. Also ist es Aloy, nicht Elizabeth. Es gibt viel zu besprechen, aber die Initialisierung meiner heuristischen Matrix wird noch einige Minuten dauern. In der Zwischenzeit schlage ich vor, du machst dich mit der Einrichtung vertraut. Das ist unsere beste Wahl als Operationsbasis. Und du kannst die Geräte jetzt schon verwenden, um deine Maschinenüberbrückung zu verbessern. Okay. Ja, das klingt gut. Benötigen deine Gefährten Zugriff? Sie werden bald hier sein. Gut, aber bitte,
Überfordere sie nicht, okay? Sie sind nicht sehr erfahren mit Dingen wie... Nun ja, dir. Dieses Mal keine Fälschung? Nein. Dieses Mal ist sie echt. Barl, so. Das ist Gaia. Hallo. Hi. Hi. Gaia, wacht gerade noch auf. Sehen wir uns mal um. Ich markiere die Position des Labors auf dem Fokus. Ich habe ein Netzwerk zwischen euren Fokussen eingerichtet. So könnt ihr aus der Ferne kommunizieren. Okay. Und was war das hier? Eine regionale Schaltstelle, von der aus Zero Dawn Nachkommen Terraforming-Prozesse im Gebiet überwacht hätten. Was ist das hier? Das hier war als Versammlungsbereich für das Schaltstellenpersonal gedacht. Hier würden ganz schön viele Leute reinpassen. Oder vielleicht... Die Tür führt zum Westausgang. Doch zuerst gibt es viel zu besprechen, ein bisschen umsehen, wenn du im Labor warst. Gut. Sieht wie ein Büro aus. Richtig. In der Anlage waren einige private Büros vorgesehen. Es muss schön sein, einen Raum ganz für sich zu haben. Was ist das hier? Das sollten die Schlafquartiere für das Schaltstellenpersonal sein. Erinnert mich an das Bettenhaus für die Aspiranten am Vorabend der Erprobung. Dieser Ort war also die ganze Zeit hier. Erbaut für Leute, die nie kamen. Warum denn nicht? Weißt du noch, der Typ, von dem ich erzählt habe? Ted Farrow? Er... hat es sabotiert. Das war alles nicht so geplant. Scheint noch ein Büro zu sein. Wenn nie jemand hier war, wer hat das alles gebaut? Gaia. Mit der Hilfe von Maschinen. Das soll also ein Labor sein. Das war der eigentliche Zweck. Einige der Maschinendaten, die du aus der Werkstatt unten hast, scheinen beschädigt zu sein. Das Terminal in diesem Raum zeigt dir, wie man sie repariert und die Überbrückung abschließt. Ich schau's mir an. Ich brauche für die Überbrückung wohl noch Daten von Maschinenteilen. Meine Initialisierung ist abgeschlossen.
Du kannst weiter die Anlage erkunden, Aloy. Wenn du fertig bist, kehre in den Kontrollraum zurück. Wir haben viel zu besprechen. Unten war ich schon mal. Hier bin ich in die Anlage gekommen. Wozu ist das ganze Zeug? Diese Anlage wurde gebaut, um enorme Datenmengen des Terraforming-Systems zu verarbeiten. Hier sollte alles gespeichert werden. Ich warte dann wohl hier. Da bist du ja. Sollen wir uns weiter umsehen? Menschen, Homo sapiens, wir haben die Grenzen immer getestet, als Entdecker, Pioniere, Wegbereiter. Und jetzt macht Far Zenith einen Sprung in die Zukunft. Daher sind wir stolz, der Odyssee neues Leben eingehaucht zu haben. Far Zenith braucht für das, was unsere Regierungen schon in der Umlaufbahn abgeschrieben haben, weniger als ein Jahrzehnt. Doch das ist erst der Anfang. Wenn das Schiff fertig ist, reist die Odyssee mit ihrer Crew an einen Ort, wo noch niemand vorher war. Das Sirius-System. Dort wird die erste Kolonie der Menschen im All entstehen. Die Odyssee braucht 300 Jahre für die Reise. Doch wann immer wir in den Nachthimmel schauen, wissen wir, dass sie unterwegs ist. Und in den Worten unseres Gründers, dem verstorbenen Peter Jivumbe, die wahre Natur der Unsterblichkeit ist... Daten beschädigt. Wiedergabe angehalten. Wir alle kennen die Prognosen. Wirtschaftliche Instabilität, neue Infektionen, defekte KIs... Wie lange wird es dauern, bis eine Katastrophe die Elite in zu große Gefahr bringt? Wir bei Far Zenith glauben dem Unvermeidlichen zu entkommen. Also greifen wir nach den Sternen. Sie haben gesehen, was wir hier aufbauen. Die Infrastruktur für den Bau der Odyssee. Ein hochmodernes Rechenzentrum, das technologischen Fortschritt vereinfacht. Und Sie haben gesehen, wie wir die öffentliche Wahrnehmung steuern. Seien Sie dabei und investieren für Ihre Koje auf der Odyssee. Erhalten Sie Ihren Lebensstil überall, auch jenseits der Erde. Das Zero Dawn Terraforming System. Eine Erfindung von Dr. Elizabeth Sobeck. Mit der Hilfe von neun Unterfunktionen ist Gaia, der Kern des Systems, in der Lage, Planeten fortgeschritten zu entwickeln, was unseren Kolonialisierungsanstrengungen zugutekommt. Verfahren Phase 1. Das Ziel innerhalb von Projekt Zero Dawn etablieren. Status vollständig. Phase 2. Das Ziel wird insgeheim eine vollständige Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen in das Rechenzentrum dieser Anlage hochladen. Wenn alles gut geht, erfahren die Zero Dawn-Angestellten rein nichts von der Übertragung. Risiken. Wird diese Operation entdeckt, könnte Zero Dawn die bereits verhandelte Apollo-Datenbank einbehalten.
Travis Tate, der Hacker-Experte, der sich um das Hades-Protokoll kümmert, darf auf keinen Fall davon erfahren. Außerdem muss auch gegenüber Dr. Sobek selbst äußerste Vorsicht gelten. Als eine der herausragendsten Technologinnen der Welt könnte sie unvorhergesehene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Die Exekutivzusammenfassung ist abgeschlossen. Beurteilung hängt an. Gaia Version 6.9. Initialisiere. Hallo. Na, was haben wir denn hier? Eine fascine Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse. Soll ich mich drum kümmern, Liz? Frevler! Schlangenbrut! Mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten. Puh. Ihr habt keine Kopie von Gaia gestohlen, ihr Verlierer, sondern die Logikbombe überhaupt. Also, viel Glück beim Reparieren der Daten. Und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet. Aloy, lass diese Nachricht ein Licht sein, das dich aus dem Nebel der Unwissenheit führt. Mit Sprengstoff habe ich die Prozessorkugel vom Titan gelöst. Ein perfekter Käfig für unseren gemeinsamen Freund Hades, mit dem man ihn zur Kooperation bringen kann. Sag ihr, was wir besprochen haben. Mit dem mysteriösen Signal, das dir Leben schenkte. Signal nur für mich gedacht. Signal wurde 17,22 Jahre lang empfangen. Dann Abbruch. Kann nicht kompromittieren. Ja, ja, Neustart. Doch Einheiten werden versagen. Wieder dabei, ja? Vielleicht brauchst du eine Erinnerung an dein Versagen. Du siehst, Aloy, Gaia kann sicher neu gestartet werden. Wo du das Backup findest? Tja, da musst du mir wohl folgen, um das herauszufinden. Oh Mann! Ich sag's dir, Liz, nach der Nummer musst du mich lieben. Ah, ich habe mir vorgestellt, wie die Fascinestrottel diese falsche Gaia öffnen. Und ich dachte, dass sie wissen müssen, dass sie von uns kommt. Das ist kein Streich, Travis. Ich habe nur einige Avatare gescriptet. Was von dir, was von mir. Um unsere Botschaft persönlicher zu machen. Kannst du sie einfach schicken? Sobald sie kompiliert wurde, dann sollten wir beide feiern. Ich habe Partyutensilien dabei, Pizzarollen, Absinth und ein paar Foodbags. Sobald wir hier fertig sind, gehe ich zu Bryce zurück. Ich bin verwirrt, Liz. Wie kann jemand wie du, fast schon eine Heilige, die Welt so sehr lieben, aber alle darauf hassen? Ich meine, hast du überhaupt Freunde? Kompilation abgeschlossen. Datei wertloses Versprechen bereit für Übertragung. Erweist du mir die Ehre? Logikbombe gezündet. Ab geht's, ihr Farsi-Spinner. Sei einfach weiter der Beste in deinem Feld, Travis. Ich bewundere dich aus der Ferne, Liz. Ich schwöre es auf Mamas Grab. Und sie war religiös.